Hallo, ich bin der Jörn und ich freue mich, dass ihr meinen Malkurs besucht. In diesem Malkurs werden wir mit ganz normalem Material arbeiten, was ihr unter Umständen sogar zu Hause habt. Und heute habe ich mir ausgewählt den Deckfarbenkasten, einen Tuschkasten, den ihr in der Schule längst schon einmal genutzt habt. Und in diesem Kasten steckt eine ganze Menge mehr, als man glauben kann. Und deshalb wollen wir uns jetzt mit dem Farbmischen beschäftigen. Das wird sicherlich ein Riesenspaß und vielleicht auch eine große Überraschung für euch, was da entsteht. Das ist jetzt unser Farbkasten. Das ist eine chromatische Farbfolge, die vom Gelb über die Rottöne, Blautöne, Grün, Brauntöne zum Schwarz geht. Und ich habe euch das schon mal auf dem Papier gezeigt, wie sie in ihrer reinen Wirkung sind. Und hier liegt noch eine weiße Tube, die birgt ein kleines Geheimnis, was ich euch dann verrate, wenn wir die Mischtabelle durchgemischt haben. Ihr habt jetzt gesehen, wie die Farben aus dem Tuschkasten auf dem Papier aussehen. Und jetzt möchte ich mit euch zusammen die Farbtabelle ermischen. Da legen wir jetzt mal los. Und am Ende werde ich euch noch ein bisschen dazu erzählen. Wir haben jetzt beim Mischen gesehen, was in so einem Deckfarbenkasten stecken kann an Vielfalt. Normal ist dieses hier das, was ihr vor euch seht, die Farben, die ihr in eurem Kasten habt. Wenn man diese untereinander, miteinander mischt, entsteht plötzlich diese wundervolle Farbpalette unterschiedlicher Rottöne, Grüntöne, Blautöne, Violetttöne. Aus dem Schwarz entsteht eine ganze Reihe verschiedener Töne, die ihr gut gebrauchen könnt zum Malen und wahrscheinlich nie ahnen würdet, dass das in dieser einzigen Farbe Schwarz steckt. Das Wichtige eigentlich, was ich euch sagen will, ist, all diese Farben, wenn ihr sie dann mischt auf dem Papier, sind eure Farben, ganz persönliche Farben. Ihr werdet sie so mischen, wie ihr sie gerade empfindet. Und dann entsteht etwas, was man nicht kaufen kann, was einem ganz alleine gehört und mit dem man wunderbar dann Bilder malen kann, die einem helfen, besonders schön Sträucher, Bäume, Blumen, Landschaften zu malen. Hier zum Beispiel in diesen grünen Tönen kann man Wasser am Meer wunderbar darstellen. Hier haben wir eine Ecke, wo wir ja Steine, Klippen und so weiter in ein Bild einbeziehen können. Also alles, was ihr seht und was ihr malen möchtet, könnt ihr ausdrücken. Mehr als 12 Farben braucht ihr nicht, um diese ganze Welt zu entdecken. Und dann habe ich noch etwas für euch. In jedem dieser Kästen ist auch oft eine weiße Tube Deckfarbe. Und da seht ihr dann, das habe ich für euch jetzt mal vorbereitet, was man zusätzlich damit machen kann. Das sind also jetzt wieder unsere Töne von oben.
Und jetzt habe ich jedem Ton etwas Weiß dazu gegeben. Und schon habt ihr eine wunderschöne Skala. Hier zum Beispiel habt ihr fast einen Hautton. Auch das ist fast ein Hautton. Ihr habt ganz helle, schöne, leuchtende Töne, so Türkistöne. Es ist ja wahnsinnig schwer, sonst Türkis sich anzumischen. Aber das geht wunderbar hier mit dem Deckweiß. Und wenn ihr euch jetzt eure Fantasie nehmt und das alles mal ausprobiert durch diese ganze Skala, dann könnt ihr euch vorstellen, was ihr noch zusätzlich zu diesen Farbtönen in der Weißabmischung dazu bekommt. Und diese Farben, ich habe es wiederhole mich, sind eure Farben, die gehören euch, ihr habt sie gemischt. Und das ist das Tolle eigentlich an dem, was hier entstanden ist. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, euch zu zeigen, was in so einem Deckfarbenkasten, wie man ihn in der Schule genutzt hat, steckt. Sicherlich habt ihr so einen Kasten noch zu Hause liegen. Also jetzt suchen, einen Pinsel dazu finden, Wasserglas nehmen und loslegen auf dem Papier, was ihr euch vorbereitet habt. Und dann könnt ihr anfangen zu mischen, wie ich euch das gezeigt habe. Und ihr werdet erstaunt sein, was für Farben ihr dort erreichen könnt. Das macht bestimmt richtig Spaß und ihr werdet sehen, wie viel Freude Malen bereiten kann. Ich freue mich darauf, euch im nächsten Video wiederzusehen und bis dahin, tschüss.